Die Spitzenpolitikerinnen Alice Weidel, AfD, und Sarah Wagenknecht, BSW, treten in einem mit Spannung erwarteten TV-Duell gegeneinander an. Der Nachrichtensender Welt hat der deutschen Presseagentur das Gespräch mit den beiden Parteichefinnen angekündigt. Das einstündige Duell wird am Mittwoch, dem 9. Oktober, um 18 Uhr live ausgestrahlt und um 20 Uhr und 15 Minuten wiederholt. Senderchefredakteur Jan-Philipp Burgard sagte, zum ersten Mal treffen die beiden live in einem Duell aufeinander. Da ist sich die AfD ja auch nicht einig, soll es eher in die Wirtschaftsliberale, mehr in die sozialpatriotische, ja, nennen Sie es, so andere sagen sozialnationalistische Richtung gehen. Was für eine Richtung? Das ist ein Zitat aus einem Presseartikel. Sozialnationalistische statt sozial. Aber das meinen Sie jetzt wirklich nicht ernst? Nein, das ist ein Zitat. Manche sagen, das sei ihrer politischen Gegner, das sei sozialnationalistisch, was man da sagt. Das können Sie sich doch nicht zu eigen machen. Ich habe es mir nicht zu eigen gemacht und ich habe es zitiert. In welche Richtung soll es denn gehen? Was wird sich durchsetzen auf diesem Parteitag? Welche Richtung? Burgard, der das Duell im TV-Studio des Senders in Berlin ohne Studiopublikum moderieren wird, plant Fragen zu Migration, Wirtschafts- und Sozialpolitik, Ukraine-Krieg und Nahostkonflikt zu stellen. Er fügte hinzu, wir verstehen uns nicht nur als Nachrichtensender, sondern auch als Plattform für brisante Debatten. Das Duell soll den Zuschauern ermöglichen, sich durch die direkte Konfrontation eine eigene Meinung zu bilden. Wir haben es mit den wohl umstrittensten, aber auch erfolgreichsten Politikerinnen Deutschlands zu tun. Das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, sei für viele Bürger noch ein Rätsel. Interessant ist es, die Gemeinsamkeiten beider Parteien zu beleuchten, ergänzte Burgard. Faktencheck am Folgetag geplant: Der TV-Sender, der zum Axel Springer-Konzern gehört, hatte bereits im April mit einem Duell zur Thüringenwahl im Herbst Aufmerksamkeit erregt. Der Thüringer CDU-Chef Mario Vogt und Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke waren aufeinander getroffen. Gleich zu Beginn eine Frage stellen, die ich Ihnen noch nie gestellt habe. Deutschland im Fußballfieber. Um Gottes Willen. Keine taktische Frage, aber wie sieht das aus, wenn Sie mit Ihrem Mann, mit Oskar Lafontaine im Saarland Fußball gucken? Fiebern Sie dann so richtig mit? Flippen Sie richtig aus? Nein, ausflippen. Also ich habe zu wenig Ahnung von Fußball, aber ich gucke natürlich mit und ich freue mich, wenn unsere Elf eben ihre Tore macht. Und bis jetzt läuft es ja ganz gut. Aber gucken Sie richtig Fußball? Also wenn mein Mann guckt, gucke ich natürlich mit, weil klar, interessiert mich auch, aber ich habe halt keine Ahnung, deswegen fragen Sie mich bloß keine Details. Ja, okay, also wenn ich Sie jetzt fragen würde, wer in der deutschen Elf spielt, das wüssten Sie nicht. Also Joshua Kimmich zum Beispiel kenne ich, habe auch die Dokumentation gesehen und ich fand zum Beispiel, ich fand es auch im Nachhinein nochmal beeindruckend, wie er geschildert hat, wie er damals unter diesem Druck war mit der Impfung. Ist Ihr Thema, ne? War mir klar. Ja, nicht nur deshalb, ich finde einfach, dass... Auf die Frage, warum der Zeitpunkt für das TV-Duell zwischen Weidel und Wagenknecht auf die kommende Woche festgelegt wurde, antwortete Burgard, angesichts der Wahlergebnisse in Brandenburg, Sachsen und Thüringen und der neuen Debatte über ein AfD-Verbot ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich intensiver mit Wagenknecht und Weidel auseinanderzusetzen. Auf die Frage, wer von beiden zuerst zugesagt habe, sagte Burgard, ich habe Frau Weidel zuerst gefragt. Am Tag nach der Ausstrahlung des Live-Gesprächs wird es einen Faktencheck geben. Zudem wird der TV-Sender im Anschluss an das Gespräch eine Analysesendung zeigen. Gäste sind die Journalistinnen Melanie Ammann vom Spiegel, Mariam Lau von der Zeit und Anna Schneider von Welt.